Heute Abend berichten wir über eine Geschichte, in der es um eine kontroverse Behandlung von Krebs geht, die von einem Arzt aus Winnipeg entwickelt wurde. In Wirklichkeit ist das nichts Neues, da Dr. John Davidson die Behandlungsmethode vor Jahrzehnten bereits bei Hunderten von Patienten anwendete. Was jedoch neuartig ist, ist die Tatsache darüber, dass über 50 Jahre nach dem Tod von Dr. Davidson, über ein halbes Jahrhundert also, Forscher jetzt erst wieder seine Theorien aufgreifen, nachdem diese zuvor als Schwindel abgetan wurden. Wir berichten nun über den kontroversen Krebsarzt durch unsere medizinischen Spezialisten hier bei CTV. Sein Name war John Ralston Davidson, ein geachteter Familienarzt aus Winnipeg im frühen 20. Jahrhundert. Ein grandioser Wissenschaftler sowie ein hervorragender Arzt. Und das hier ist Leslie Grumbyshep, 88 Jahre alt, ein Journalist, der über Dr. Davidsons kontroverse Behandlungsmethoden von Krebs berichtete. Er hat nie behauptet, dass er Krebs heilen kann, aber er sagte, dass dem Krebs Einhalt geboten werden kann. Davidson hatte Jahre damit verbracht, den Krebs zu erforschen und schrieb viele medizinische Artikel über seine Theorien, die beachtenswert waren zur damaligen Zeit. Der Arzt hat die Ursache von Krebs als einen ernährungsbedingten Mangel beschrieben. Daher hat er bewusst zur Ernährung seiner Patienten große Mengen an Vitaminen hinzugefügt. Aber er sagte ebenso auch, dass es entscheidend ist, die eigenen Abwehrkräfte des Körpers gegen den Krebs zu stärken. Davidson entnahm aus 9 Tage alten, befruchteten Hühnereiern ein Extrakt, welches er dann Patienten initiierte, die sich in unterschiedlichen Krebsendstadien befanden. Wie dieser Knabe, der an Lymphdrüsenkrebs leidete. Laut Dokumentationen zufolge wurde berichtet, dass er dank einer Operation, Vitaminen und dem einzigartigen Extrakt zu normaler Gesundheit zurückkehrte. Über die Jahre hinweg behandelte Dr. Davidson Hunderte von verschiedenen Krebspatienten. Diejenigen, die ich interviewt habe, haben alle berichtet, dass sie enorm von der Behandlung profitiert hatten. Einige sagten, sie wären geheilt. Ruth Burks Vater war einer von Dr. Davidsons berühmtesten Patienten. Harry Leader, ein Parlamentsabgeordneter, bei dem in einer Klinik in den USA Darmkrebs im Endstadium diagnostiziert wurde. Doch dank Dr. Davidsons Behandlung verbesserte sich sein Zustand. Es war wissenschaftlich gesehen sehr kontrovers, aber das hat ihn nicht gekümmert. Er hat daran geglaubt. Doch Dr. Davidsons Aufruf, die Behandlungsmethode zu propagieren, war sinnlos. Ihm wurden wiederholt Forschungsgelder verweigert. Es war, als ob man von jemandem angewiesen wurde, ihn zu zerfetzen, und das taten sie auch. Frustriert durch die fehlende Unterstützung trug Harry Leader, der selbst der beste lebende Beweis gesundheitlicher Verbesserung war, Davidsons Antrag für Forschungsgelder 1940 nach Idaho, direkt zu Premierminister Mackenzie King. Er wollte dafür nie in die Öffentlichkeit und nie publik sein. Das Einzige, was er wollte, war, den Mann zu unterstützen, von dem er dachte, er könnte der Menschheit helfen. Der Premierminister hat jedoch Davidsons Antrag und seine Arbeit abgelehnt. Dr. Davidson verstarb 4 Jahre später. Letztendlich starb er an einem gebrochenen Herzen. Verstehen Sie, was ich meine? Denn er und seine Forschung wurden nie anerkannt. Und so starb seine Behandlungsmethode gegen den Krebs ebenso mit ihm. Doch dann, nach 6 Jahren, wurde Davidsons Behandlungsmethode durch ein Unternehmen in Toronto wieder aufgegriffen. Wissenschaftler der Dalhousie University wurden unter Vertrag genommen, die Hypothese zu belegen. Könnten diese embryonalen Hühnerzellen wirklich eine Therapiemöglichkeit gegen Krebs sein? Als die Forschungsarbeit startete, gab es viel Aufregung darüber. Davidsons Extrakt könnte in vielerlei Hinsicht ein Impfstoff gegen Krebs sein. In 3 Studien mit Mäusen hat das Extrakt anscheinend Tumore schrumpfen lassen. Wir müssen vorsichtig sein, denn die Hoffnung der Menschen könnte überschnell wachsen. Jonathan Bly ist einer der Wissenschaftler, die das von Dr. Davidson entdeckte Hühnerei-Extrakt untersuchen. Davidsons Extrakt könnte in vielerlei Hinsicht ein Impfstoff gegen Krebs sein. Es könnte sich irgendetwas in diesem Extrakt befinden, was den Krebs zu bekämpfen scheint. Doch dann wurde die Forschung ganz plötzlich beendet. Die Urheber des Extrakts hatten finanzielle Schwierigkeiten. Ihre wissenschaftlichen Untersuchungen konnten nicht mehr finanziert werden. Dalhousie wurde etwa 60.000 US-Dollar geschuldet und stoppte die Experimente. Die Universität wäre sehr daran interessiert gewesen, die Forschung weiter zu betreiben, denn die Resultate waren sehr vielversprechend. Für nun mehr als 5 Jahre sind die Kapseln im Regal gelegen. Natürlich könnte man es einfach stoppen, doch dann müssen wir uns bewusst darüber sein, dass wir etwas zurücklassen würden, das potenziell gesehen signifikante Auswirkungen auf die Menschheit haben könnte. Doch wenn sich nicht bald Interessenten finden, wird diese Arbeit sterben.
Wahrlich eine Blamage, denn wir wissen immer noch nicht, auf was Dr. Davidson hier gestoßen ist. Doch wenn das von Dr. Davidson entdeckte Extrakt die Fähigkeit aufweist, Krebs zu bekämpfen, könnte dies nicht nur einer der größten Siege der Menschheit sein, sondern auch zeitgleich eine der größten Tragödien der Menschheit. Eine große Tragödie, da man die letzten 50 Jahre nicht nur eine Behandlungsmethode gegen Krebs verdrängte, sondern ebenso dessen Erfinder in Vergessenheit geriet.